Ja, servus Leute und willkommen zu meinem ersten Battlefield 1 Video Let's Play. Ich habe mir überlegt für heute, ich werde kein Live-Video mehr machen. Ich meine, alle guten Dinge sind eigentlich drei. Ich habe bisher zwei Live-Videos gemacht, aber ich werde bei den zwei bleiben wahrscheinlich. Dafür bekommt ihr natürlich die Let's Plays. Ich habe mir gedacht, eben weil ich es vorher kurz in den Live-Videos angesprochen habe, die Kriegsdauben. Interessantes neues Gameplay. Ich werde das mal mit euch zusammen anzocken. Ich weiß noch nicht genau, um was es geht, außer halt eben, es steht oben, finde Brieftauben und informiere deine Artillerie über die Position deiner Gegner, um diese auszuschalten. Was das genau bedeutet, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Tauben sind, die wir da irgendwie auslesen müssen und befreien müssen, aber ja. Was auch immer, werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr meine Live-Videos auch gesehen habt. Auf alle Fälle, geiles Live-Video gewesen. Einige Zuschauer da mit dabei, ein paar Fragen beantwortet, war recht cool. Danke nochmal für die Leute, die eingeschaltet haben. Auf jeden Fall für die anderen, zieht euch rein, zahlt euch auf jeden Fall aus. Ja, für den neuen Einschalter sage ich mal schon danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video dann gefällt, freue ich mich natürlich über ein Like. Oder ein Kommentar, was euch nicht gepasst hat. Ich reagiere auf jeden Fall drauf. Leute, ihr könnt mir auch sagen, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was auch immer, wenn ich irgendwas tun soll bei Battlefield, irgendeinen Blödsinn bauen, was auch immer, sagt es mir. Ich kann das natürlich gerne umsetzen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall drauf reagieren, versuchen, in eins meiner Videos einzubauen. Jo, wir sind jetzt mal da. Sind alle Trupps voll. Sehr cool. Das heißt, wir stellen mal einen eigenen. Spielen wir Sanitäter? Ja, ich habe jetzt eine Waffe gefunden, die so halbwegs okay ist, sag ich mal. Wo sind wir da eigentlich? Aha, das ist komplett komisches Areal. Das heißt, das ist wahrscheinlich Deathmatch oder so in der Richtung. Wachsoldat geht geordnet. Ah, da unten ist ein weißes Zeichen. Ich renne einfach mal hin, beziehungsweise zu den anderen. Keine Ahnung. Ach komm. Kommst du auf die Beine? Wir haben die Taube freigelassen. Warte. Freigelassen. Ah ja. Wo? Was geht ab? Oh mein Gott, was geht ab eigentlich? Was geht ab? Hey, sehr geil, Sunny. Wow, danke. Wow, jetzt stürzt das Haus ein. Oh, wow, shit. Wow. Wir müssen noch eine Taube abliefern. Was geht ab? Was geht ab? Aber geile Action von meinem Team, muss ich sagen. Echt gutes Teamplay. Ah, fuck, das war's eigentlich. Ein Battlefield-Spiel ausmacht. Wie in meinen anderen Videos nämlich schon erwähnt, Battlefield ist ein Teamplay-Game. Da braucht jemand Hilfe. Wow, mein letzter Schuss. Wow, das war knapp. Shit, war das knapp. Kurz Hälfte zurückholen. Cool. Da springt der runter, schreit dann ab. Weg, weg, weg. Geiler Scheiß. Hier, Mann, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe. Greif zu, Mann! Nein, Feind, Feind! Wow, oh nein! Nein! Ja, Gasgranaten. Muss man aufpassen, die werden ziemlich oft eingesetzt, eigentlich. Aber läuft ganz gut bis jetzt. 2-2, naja, ganz gut, ist übertrieben. Ich habe jetzt eine, ich weiß, ich habe da in den Live-Videos gesagt, dass man die Semi-Automatik-Waffen nicht so liegen, aber ich habe mir da jetzt eine gefunden, die man relativ schnell fliegen kann. Ich habe aber leider immer noch nicht die Einstellung gefunden. Moment, ich versuche die mal irgendwie zu messen. Was war das? Feind getroffen? Nein, ich messe ihm einfach nur an und ein anderer killt ihn. Was für ein Scheiß. Komm, steh mal wieder auf, mein Junge. Du auch, komm. Nein, er drückt selber weg.
Na gut, dann nicht. Da ist einer. Nein, ich drück auch weg. Nein, ich treffe ihn kein einziges Mal. Ich hitte nur zweimal an. Was war das eigentlich? Ja, sollte nicht so laufen. Scheiße ist ja auch, dass ich ja echt in keinen Squad reingegangen habe. Der Feind hat die Taube geborgen. Die Taube, ich möchte mal die Taube sehen. Wir haben die Taube geborgen. Die Taube. Da hat es wieder der Feind. Was ist denn da? Was hat da wirklich auf sich mit der Taube? Der Feind hat die Taube freigelassen. Nein, nein, von drüben. Ja, danke, Alter. Wow, nein, 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 das Haus stürzt. Nein, er schießt mich. Und das Haus stürzt ein. Eine Taube wurde geortet. Wo ist die Taube? 2-4, ja, läuft, läuft. Würde ich sagen. Ah, da ist die Taube. Wo ist die Taube? Er hat die Taube. Schießt. Ich mag die Taube mal haben. Hey, 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 da kommt eine Granate. Erste Hilfe. Wohin? Hoffe, Alter, wohin mit der Taube? Wohin muss er? Sieht das nur er auf der Karte? Hier, erste Hilfe. Danke. Alter, was machst du mit der Taube? Ach so, er versteckt. Ah, er versteckt sich da und dieses Rad, wie ihr das seht, es ladet voll, damit die Taube wegfliegen kann anscheinend. Und er versteckt sich da. Ah, nicht schlecht, nicht blöd. Da können wir gut verteidigen hinter dem Steinhaufen. Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Jawohl, wir haben das Game gewonnen. Cool, cool. Nicht schlecht. Zwar hätte ich mir jetzt erhofft, dass wir beim ersten Game vielleicht eine neue Map haben. War aber jetzt leider nicht so. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt noch ein zweites Game dranhängen. Ja, servus Leute, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auf einer neuen Map gelandet und müssen wieder die Tauben jagen gehen. Ja, nein, die Tauben einsammeln gehen und befreien gehen. Total Schwachsinn, ist aber cooles Gameplay. Wow, ich rede so, als wären wir jetzt in einem. Oh, in einem neuen. What the fuck, Alter, was war das für ein Rampage? Nein, scheiß drauf. Ja, will nicht wieder belebt werden. Ja, auf alle Fälle, wir müssen Tauben jagen gehen. Wie schon gesagt, also einfangen und dann freilassen, so wie er gerade. Und die Gegner müssen das gleiche tun, aber ich rede ja schon wieder so, als wären wir in einem neuen wieder. Sind wir aber nicht, natürlich, wir haben das ja schon vorher gesehen. Hey, 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 das will ich jetzt nicht mehr machen. Oh, 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 wohin halt? Hier, erste Hilfe! Schon wieder mit dem scheiß Gas. Wir haben die Taube geborgen. Nein. Nein, 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 nein. Ein so ein fetter Typ mit einem MG. Wir haben die Taube. Oh, 3-0 habe ich, aber jetzt habe ich leider 3-1, weil ich wahrscheinlich sterben werde. Es wird mich keiner wiederbeleben kommen. Wir haben die Taube geborgen. Ja, es geht nicht. Aber wir haben es. Jawohl, wir haben es geschafft. Haben die Taube geborgen. Ja, ich würde gerne jetzt mal die Taube selbst jagen gehen. Ja, das funktioniert auch noch. Ist das ein Feind da oben? Und wie das ein Feind ist. Na komm runter.
Oh, hey, warum hat er der jetzt ein... Nein, zu hoch, oder? Wir haben die Taube verloren. Jo, das Aiming war jetzt gerade nicht so geil. Aber sowas von aufschlitzen, diesen Typen. Der ballert mit seinen MG nicht mehr runter. Ich wollte komplett leiser sein, weil ich mich so konzentriert habe. Ja, super. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß da wieder runterlaufen. Ja, was soll's? Was soll's? Wow, 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 was? Hey, Alter, hey, was war das? Oh, nein! Ja. Ich hätte wohl ein bisschen mehr aufpassen sollen. Aber was war das eigentlich für ein Scheiß jetzt? Rauf, runter. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützenkit verfügbar. Ein Flammschützenkit. Ja, schön, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Ein Flammschützenkit wäre verfügbar. Wo? Nein, wohin? Wohin? Dieses Flammschützenkit, ja, hätte ich jetzt gerne mal gefunden, aber... Mir zeigt das irgendwie nicht auf der Karte und ich weiß nicht, wo die liegen, weil ich die Map einfach noch nicht kenne. Keine eigentlich von denen. Warum mache ich's? Also mit der Steuerung muss ich erst noch klarkommen. Hilfe, also muss ich den getroffen haben. Den unten habe ich jetzt auch getroffen. Na komm. Wow. Nein. Nein. Nachricht überbracht. Achso, wir sind die Taube wieder. Wieder ein Gefangener. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal. Was geht? Oh, Beast Org, was geht da ab? Okay, ich spawn mal kurz nicht. Jetzt geht's. Was ist da? Wow, da steht. Ja, das ist einfach episch. Saugeil. Episch, wirklich, wirklich episch. Das ist typisch Battlefield. Alles kann zerstört werden. Wohin? Ja, super. Erste Hilfe, greif zu! Wo? Wie ich es liebe, diese alten Erster Weltkrieg. Oh, komm. Das Nachladen, wie lange es dauert eigentlich. Geht ja, läuft ja. Läuft ja. Ja, wie gesagt, die neue Waffe liegt ganz gut. Ich habe mir doch eine Semi-Automatic Rifle, wie die auch immer heißen, gefunden. Wo ist die Taube? 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 Taube geortet. Und wo? Ah, da vorne. Nein, das ist wieder ein anderer. Aber ich helfe natürlich wieder, die Taube zu retten, weil es sind unsere Punkte. Teamplay, ganz wichtig, wie immer bei Battlefield. Hier, erste Hilfe für dich. Da, Medipack, Medipack. Wo? Aufstehen. Wo? Er muss er? Ja, okay. Gut, es ist besser, glaube ich, wirklich nur ein paar Patronen immer nachzuladen, als immer ein ganzes Magazin. Das dauert nur halb so lange. Mann, erste Hilfe. Kamerad. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Danke, Mann.
Sehr geil. Nicht blöd, der Junge. Wir sperren uns alle im Haus ein und verteidigen das ganze Haus. Er bleibt da mal drinnen. Jawoll. Oh, wie geil das, das ist. Das gibt mir ein richtiges erstes Weltkriegsfeeling und kein so futuristischer, abgespaced irgendwas Shit wie bei Infinite Warfare Call of Duty. Wow, 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 wow. Jawoll. Na komm rein. Komm rein, Alter. Komm rein, Alter. Sieg. Jawohl. Das passt. Ja, wie gesagt, diese Uniform, was wir haben, das ist, was ist das? Ja, Deutschland. Das ist das Deutsche Reich, aber das erste Deutsche Reich, nicht das Zweite Weltkrieg, das Deutsche Reich. Das schaut doch wirklich fast so aus wie im Zweiten Weltkrieg. Ja, wie auch immer, geiles Match, geiles Spiel, taugt mir extrem. Also wirklich, ich muss sagen, das Tauben jagen, befreien, wie auch immer, ist wirklich ein geiler Spielmod. Kann ich echt nur empfehlen. Werden sicher einige Let's Plays folgen. Ich sage danke, Leute, fürs Einschalten. Danke für euren Support. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte hittet den Like-Button. Ich freue mich auf jeden Fall drüber und ihr pusht mich damit. Somit mehr pushen, mehr Videos. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Super, danke. Servus.